Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich danke Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen über das letzte Video. Heute möchte ich Ihnen zwei weitere Ratschläge geben. Erstens, lassen Sie immer ein UNO-Kartenspiel auf dem Tisch liegen. Nach der Lockerung der Quarantäne in einer schwer betroffenen Provinz in China erlebten die Standesämter unerwartet einen Ansturm von Ehepaaren, die sich scheiden lassen wollten. Erstaunlich aber war, die Scheidungstermine sind alle ausgebucht. Wegen Stress, Unsicherheit wurde in vielen Familien die Situation aussichtslos und eskalierte. Heute ein Ratschlag, besonders für die Familien, aber nicht nur, dass wir diese Zeit besser überstehen. Lernen wir einfach das Familienleben wieder. Also ein Zusammenleben in Eintracht und Friede. Wo die Liebe herrscht, dort ist Gott zu finden. In jeder unserer Familien wollen wir Gott finden. Daher dieser Tipp, UNO-Karten auf dem Tisch liegen lassen, damit man jeden Abend nach dem Abendessen genau im Moment, wo alle geneigt sind, ins Zimmer zu verschwinden, dass man sich daran erinnert, man könnte die Zeit doch gemeinsam verbringen. Man könnte sich für ein gemeinsames Spiel versammeln. Und ja, es kann Yass sein, Yasskarten, es kann Poker sein, es kann Monopoly sein. Egal, das Ziel ist einfach, sich wieder zu versammeln, um den Zusammenhalt der Familie zu fördern, gemeinsame Freude zu erleben und wieder zu entdecken, dass man nicht weit gehen muss, um Spaß zu erleben. Genau unter meinem Dach ist die beste Gelegenheit dazu. Ich höre schon den Einwand, Herr Pater, ich habe keine Zeit dazu. Ich kann dich gut verstehen. Ich habe Verständnis für dich, weil ich auch für dieses Video keine Zeit hatte. Ich konnte dieses Video machen, nur weil ich andere Sachen als zweitrangig eingestuft habe. Wenn wir Zeit finden wollen, dann sollen wir nicht warten, bis wir plötzlich Zeit haben. Bekannterweise hat niemand Zeit für etwas. Also, wenn wir Zeit finden wollen, sollen wir uns eine einfache Frage stellen. Was ist mir wichtig genug, dass ich mir dafür Zeit nehmen will? Meine Familie oder meine WhatsApp-Gruppe? Frau, Mann, Kinder oder mein Job? Ich weiß, es kostet uns alle etwas, diese Gemeinschaft zu stärken. Ein Rückzug auf sich ist viel bequemer. Der Heiland ermutigt uns aber, selbstlos zu werden. Nötigt dich jemand, sagte er, nötigt dich jemand, 10 Minuten spazieren zu gehen, dann gehe, aber 20 Minuten. Wer dich bittet, dem gib. Und das ist sogar sein Geheimnis für das Glück. Geben ist seliger als nehmen. Strengen wir uns an, Zeit, kleines Lächeln, Anerkennung, Freude zu geben, zu schenken. Fangen wir ganz einfach mit UNO-Karten an. Und wir werden staunen, welchen Segen es eine Familie bringen kann. Es ist der Segen der Nächstenliebe. Wieso ist dieses Zusammenleben so wichtig? Weil wir unbedingt von einem Leben nebeneinander, von einem Nebeneinanderleben zu einem Miteinander wechseln müssen. Unsere Welt hat oft das Wort Selbstverwirklichung im Mund. Und mit diesem Wort ist oft eine vergiftete Selbstständigkeit gemeint, die uns glauben lässt, diese Lüge glauben lässt, ich schaffe meinen Weg allein. Die Folgen sind schnell erkennbar. Jeder in seinem eigenen Zimmer, vor seinem eigenen Bildschirm. Die Versuchung der Teufel, der Geist der Welt, haben dann so viel Macht über uns, wenn wir getrennt nebeneinander leben.
Also die erste Ursache der Scheidungen in China ist weniger der Stress als der Egoismus. Der nicht nur trennt, der nicht nur nebeneinander leben lässt, sondern mich im anderen einen Konkurrent, sogar einen Feind sehen lässt. Und ehrlich, seien wir ehrlich, jeder kennt diese Gedanken. Mein Mann, meine Frau hat es einfacher als ich. Meine Eltern sind nur da, um mich zu bremsen. Ich werde ungerecht behandelt. Man kümmert sich nicht um mich. Ich komme zu kurz. Mit der erzwungenen Nähe können wir den Fehler der Mitmenschen viel weniger aus dem Weg gehen und zu Spaßerlebnissen in einen anderen Kreis fliehen. Wir können auch die eigenen Fehler weniger verstecken. Man hat also die Wahl. Entweder ein egoistischer Rückzug auf sich selbst oder man zwingt sich, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst zu ändern, seinen Blick auf Eltern, Geschwister, Kinder zu ändern. Gott will kein Leben nebeneinander, sondern miteinander und zu meinem gleichen Ideal gewendet. Also Gott wollte, dass Mann und Frau ihre Eltern verlassen und einander so sehr anhängen, dass sie bis zum Tod eins bleiben. Und Gott, es ist der Wille Gottes, dass kein Schatten an Egoismus diese Einheit zerreißt. Die einzige Belohnung, die Gott für die Erfüllung eines Gebotes gab, betrifft das vierte Gebot. Also du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Ja, Gott segnet die Gemeinschaft. Holen Sie dann die Fotoalben aus dem Schrank und schauen Sie diese Fotoalben gemeinsam. Gehen Sie gemeinsam mit dem Hund spazieren. Treffen Sie sich für eine Session Gartenjäten. Anstatt in deinem Zimmer deine Musik für dich allein zu hören, dann hole doch aus dem Schrank, aus dem verstaubten Schrank, deine Flöte, deine Geige, deine Harfe, entstaube das Klavier, egal was, und vereinige die Familie mit deiner Musik. Deine Musik für die ganze Familie. Und Fehler sind erlaubt. Für die alleinstehenden Personen ist dieser Rat auch machbar. Ja, vielleicht wohnt die Familie nicht mehr unter dem gleichen Dach. Dann rufen wir an. Dann lassen wir eine alte Freundschaft mit einer netten Karte, mit einer Geburtstagskarte wieder aufleben. Diese Aktivitäten sind schlussendlich ein Ansporn, um gegen unser Individualismus zu kämpfen und die Eintracht wieder zu fördern. Jeder muss dabei etwas von sich geben. Und wenn das Familienklima sich durch die gemeinsamen Aktivitäten sich verbessert, wird diese Krise uns tatsächlich geistig weiterkommen lassen. Beste Familienaktivität möchte ich mit dem vierten Ratschlag kurz ansprechen. Stellen Sie eine gemeinsame tägliche Zeit für den Rosenkranz fest. Maria ist nicht in der Quarantäne. Sie möchte uns auch in dieser Zeit helfen, besonders in dieser Zeit. Sich vor ihr zu versammeln, hilft nicht nur miteinander zu leben, sondern gibt eine gemeinsame Richtung. Ja, Eltern, Kinder, Ehegatte sind nicht perfekt. Verletzen mich, geben mir nicht alles, was ich hätte bekommen sollen. Hören wir auf zu jammern, beten wir alle zusammen. Vergib uns unsere Schuld. Bitte für uns arme Sünder. Erlöse uns vom Übel, erlöse uns vom Zorn, vom Ungeduld. Mit dem Rosenkranz bekennt jeder vor Gott und Maria. Bekennt jeder vor dem anderen. Ich bin zwar nicht perfekt. Ich habe zwar Fehler, aber Maria wird mir helfen, gegen meine Schwächen zu kämpfen. Ich bitte jetzt Gott und Maria, mir meinem Zorn, meine Ungeduld, meine Härte mit den Eltern, meine giftige Selbstständigkeit, meinen Egoismus dem Ehepartner gegenüber zu vergeben und mich davon zu
befreien. Also beten Sie im ersten Gesetzchen um die Gnade, dass alle sich im Himmel wieder treffen. Beten Sie im zweiten Gesetzchen, dass die ganze Verwandtschaft durch diese schwierige Zeit ohne wirtschaftliche, ohne moralische, ohne gesundheitliche Schaden geht. Im dritten Geheimnis, dass wir die Gnade der Messe, der Beichte und der Kommunion immer mehr schätzen. Im vierten für die Priester, die jetzt im Moment im Apostolat beschränkt sind. Im fünften für die Eintracht in unseren Familien. Gottes Segen und bis bald.